Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Jesus tat in seinem Leben, als er hier auf dieser Erde war, als er Mensch war, so viele Wunder und so viele Zeichen. Und warum? Ich will es euch vorlesen. Johannes 20, Vers 31. Diese aber sind geschrieben, also was? Die Zeichen und Wunder. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Wieder diese Verheißung. Wir haben das Leben in seinem Namen. Aber diese Wunder und Zeichen geschahen, damit wir glauben, dass er Christus ist. Jesus hat viel mehr getan. Pass auf, um den Zusammenhang zu haben. Vers 30 davor. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Und an einer anderen Stelle sagt er, Matthäus 15, Vers 14, glaube ich, ist das. Er sagt, weil ihr in mir seid und ich in euch und ihr an mich glaubt und wer an mich glaubt, der wird die gleichen Wunder und Zeichen tun, die gleichen Sachen, die ich getan habe und noch Größeres. Das heißt, das, was hier nicht mal geschrieben steht, noch Größeres, weil er in uns lebt. Er tut das durch uns. Ja, ich wünsche, dass du diese Verheißung mitnimmst. Wir sollen nicht die Zeichen und Wunder hinterherlaufen, aber sie werden folgen. Wenn du glaubst, wenn du wahrhaftig an ihm glaubst, werden diese Wunder und Zeichen glauben. Aber hier steht auch geschrieben, es ist geschehen, damit wir erkennen, dass er Christus ist. Und genauso sollte es heute sein. Ich wünsche dir alles Gute, Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.